Heidi Kastner, herzlich willkommen. Thema Empathie und Ihr Thema, ein neues Buch, Wut, ein verpöntes Gefühl. Wut, Aggressionen gelten ja eher als unempathisch, wenn man es von so einer klassischen Linie her der Empathie sehen möchte. Könnten als Antipoden der Empathie beschrieben werden. Ist das so? Lassen Sie Wut nicht gleich Aggression, das ist, glaube ich, sehr wichtig zu differenzieren, weil man sonst das Kind sprichwörtlich mit dem Bad auskippt. Aggression zu verpönen ist durchaus legitim. Wut zu verpönen ist schädlich. Das sind also keine synonym zu gebrauchenden Begriffe. Und es ist die Frage, wie man Empathie definiert. Und wenn man das definiert als die Fähigkeit, in den Schuhen des anderen zu gehen, sozusagen. Also die Welt aus der Sicht des anderen zu wahrzunehmen, aber auch zu empfinden. Dann ist es eine Voraussetzung dafür, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann, dass ich mich kenne. Und wenn ich jetzt einen Teil meiner eigenen Emotionen als inadäquat verleugne und gar nicht wahrnehmen darf, dann wird es mir sehr schwer fallen, andere in ihrer Komplexität zu sehen. Also auch von daher ist es schon mal eine Grundbedingung der Empathie, die gesamte Bandbreite und Palette der Emotionen zu kennen und auch selbst erleben zu dürfen. Das heißt also, Wut tut gut und auch der Empathie gut, weil sie eine ehrliche Spiegelung des Empfindens ist. Das kommt noch dazu, dass in der Interaktion ein empathischer Umgang gar nicht möglich ist, wenn der andere nicht gezeigt bekommt, in was er sich jetzt einfühlen sollte. Ja, also in welche Situation er sich versetzen sollte. Wenn ich mich vor anderen verberge, kann ich wohl kaum annehmen, dass sich die in meine Position hineinfühlen. Was bewirkt dann unterdrückte Wut? Wut, die nicht gezeigt wird oder Wut, die überlagert wird von einer, gibt es ja auch im Internet das Wort Netiquette, also verhalte dich nicht wie ein Troll, wie ein... Ja. Naja, ich denke mir, Wut, die man in der ja, dort, wo sie entsteht, nicht auch deponiert, die kann, wenn sie sich anhäuft, schon zu allen möglichen unerquicklichen Dingen führen. Die kann zu psychosomatischen Erkrankungen führen. Es kann wirklich dazu kommen, dass Menschen halt irgendwelche, je nachdem, welches Erfolgsorgan ihr Organismus favorisiert, kann das natürlich schon unterschiedliche Störungen, Krankheiten auslösen, die sich dann auch verselbstständigen können. Wir wissen ja durchaus, dass die Neuropsychoimmunologie kein hohles Konstrukt ist. Das ist ein sehr spannende Zweig der Wissenschaft, wo man, glaube ich, noch nicht einmal einen Teil dessen, was man lernen kann, gelernt hat, aber jedenfalls weiß, dass sich die psychische Befindlichkeit auf körperliche Vorgänge auswirkt, weil halt diese konstruierte Dichotomie in Körper und Geist faktisch ein Blödsinn ist. Wir sind eine Einheit aus beiden. Und wenn seelisches Missempfinden da ist, dann wird sich das, so es ansteigt, in körperliches Missempfinden oder in körperliche Erkrankung umlegen. Also das kann schon auch eine aufgestaute oder nicht an den Mann, an den richtigen Mann gebrachte Wut, kann da schon durchaus wirklich krank machen. Jetzt sagen Sie in Ihrem Buch über die Wut auch, Sie geben eine Definition des Bösen, der dunklen Seite. Das Böse ist Negation des Lebendigen, ist alles, was Veränderung verhindert und kommen darauf, dass die Wut auch etwas Produktives, Veränderndes, Positives haben kann. Was meinen Sie damit? Ja, Wut hält lebendig, weil sie zur Veränderung treibt. Wenn ich mich der Wut stelle, dann leitet sie mich an, entweder die Situation zu verändern oder mich zu verändern. Sie leitet mich jedenfalls dazu an, nicht im ewig gleichen Trott weiterzumachen, weil sie ja nicht angenehm ist und weil ich ja, wenn ich was Unangenehmes erlebe, das ja eigentlich verändern möchte. Das heißt, Wut ist ein Motor für Entwicklung, für Veränderung. Und wenn ich sie mir nicht eingestehe, dann begebe ich mich dieser Fähigkeit oder dieser Möglichkeit. Vor allem bei der Erkenntnis, dass was nötig wäre. Viele denken aber, dass wenn man wütend ist, dass also diese Trennlinie von Wut und Aggression gar nicht zu ziehen ist, sondern ich bin wütend, also kann etwas Aggressives passieren. Und deswegen will man praktisch das Übel gleich im Keim ersticken, am besten gar nicht erst wütend sein, weil dann wird man auch nicht aggressiv. Mhm.
Das sind die, die Angst vor sich selber haben oder sich selbst nicht kennen. Ja? Beides ist fürs Leben untauglich. Und wie würden Sie sagen, kann man mit der Wut umgehen und die Aggression verhindern? Ne, die Wut ist einmal eine Emotion, die ich in mir habe. Mhm. Ja? Das heißt noch nicht unbedingt, dass ich sie aus mir herauslassen muss und dass die zur Aggression werden muss. Ich kann einmal, aha, jetzt bin ich sehr, sehr wütend. Ja? Jetzt würde ich dem am liebsten, aber wir denken solche Dinge ja in der Regel im Konjunktiv. Mhm. Sich klar zu machen, dass man so etwas denkt, kann ja zu einem weiteren Gedanken führen, nämlich zu dem, warum macht mich das so wütend, dann kann es passieren, dass ich mir eingestehen muss, ich bin eigentlich wütend auf mich selbst, weil ich einen Fehler gemacht habe, den ich bisher nicht so genau sehen wollte. Es erinnert mich mehr an einen Abgabetermin und ich werde wütend über den Anruf, weil ich genau weiß, ich habe den Abgabetermin nicht eingehalten. Mhm. Dann wäre es ein Anlass, sich zu überlegen, wie ich mit meinen Terminzusagen umgehe. Mhm. Es ist aber ganz sicher kein Anlass, den anzuschreien. Es kann aber auch sein, dass ich wütend werde, weil jemand anderes sich Unglaubliches herausnimmt und da mich in einer Art und Weise anspricht, die ihm nicht zusteht. Dann wäre es ganz gut, dem zu sagen, dass das so nicht geht, ne? Und da einmal eine klare Grenze zu ziehen. Ne? Wie ist es mit der Wut, die man gegen sich selber richtet? Also man kann ja dann auch wirklich eine Aggression gegen sich selber entwickeln und sich selbst schädigen. Wo ist da die Produktivität oder die Veränderung? Na, erstens, glaube ich, muss man sich Dinge auch verzeihen können. Ich glaube, das ist auch eine Frage zunehmendem Alters und hoffentlich zunehmender Weisheit, dass man sich selbst da Dinge verzeihen kann. Man muss nicht von sich selbst die volle Perfektion erwarten. Man kann sie anstreben, aber man muss sie sich nicht, muss sie nicht zwingend fordern. Das heißt, ich muss auch Dinge, die geschehen sind, einmal hinten lassen können und muss zukunftsorientiert mir denken, wie gehe ich jetzt künftig mit analogen Situationen um. Und da könnte es ja sein, dass ich dann eine zündende Idee habe, wie ich künftige solche Wutsituationen auf mich selbst vermeiden kann. Wenn man jetzt konfrontiert ist mit der Wut eines anderen, und der Wüterich ist ja in unserer Tage nicht wohl gelitten, sondern eher wird ausgegrenzt und man weiß nicht genau, wie man mit ihm umzugehen hat. Wie würden Sie sagen, wie kann man mit einem Wüterich umgehen oder einer Wütenden? Ich würde mir es einmal anhören und würde mir denken, wenn er da heruntergekommen ist, reden wir weiter. Aber das ist einmal eine Information, die er mir liefert, das ist offenbar zu weit gegangen. Ja? Wenn man es jetzt nicht unbedingt auf eine symmetrische Eskalation anregt, sollte man nicht unbedingt da mit argumentieren anfangen. Aber solange der wütet, habe ich Zeit zum Nachdenken. Und wenn man jetzt die ganze Bandbreite auch sieht, nicht nur Wut, sondern auch andere unterdrückte Gefühle, müsste man dann sagen, ich bleibe einfach mal bei dem Wort Empathie. Empathie sollte sich die der ganzen Bandbreite auch den negativen Gefühlen, oftmals im Therapeutischen spricht man ja vom Schatten der Persönlichkeit, auch dem zuwenden. Auf jeden Fall, wenn Empathie das sein soll, was sie definitionsgemäß ist, kann sie nicht nur die Butterseite umfassen. Und was wären Möglichkeiten, sich den dunklen Seiten zuzuwenden, beispielsweise der Wut? Ich denke, primär muss man sich mal eingestehen, dass man es haben darf. Das ist einmal der beste Weg, damit vernünftig umzugehen. Die Schwierigkeiten entstehen, glaube ich, vor allem deshalb, weil man sich selbst einredet oder halt sich einreden lässt oder auch den Kindern einredet, dass das nicht zu einem anständigen Menschen gehört. Und das ist einfach Blödsinn. Auf einer gesellschaftlichen Ebene würden Sie sagen, Wut kann auch etwas Kollektives sein, etwas, was man nicht nur bei Gruppen beobachtet, sondern was vielleicht auch in Gruppen ausgelebt werden kann? Oder ist es da immer schon dann eher eine Aggression, etwas Negatives? Da gibt es, glaube ich, eher die Variante der Aggression, die in Gruppen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als im Einzelnen. Ich glaube, wenn wir von Gruppen reden, reden wir meist schon von Aggression. Oder wir reden von Indigniertheit, von Empörung. Oder wir reden von einem kollektiven Volkszorn, der in der Regel Revolutionen herbeiführt. Mhm. Aber so ein bisschen eine private Wut in der Gruppe, die wird es wahrscheinlich nicht geben.
Würden Sie dann aber sagen, Stichwort Volkszorn und Revolution, dann zeigt Wut in ihrer Form der Gruppe auch etwas Positives, eine Form der Veränderung. Sie bewirkt Veränderungen. Ohne diesen Motor hätte sich vieles nicht zum Besseren verändert. Denkt man auch, die Französische Revolution war eigentlich eine von Wut getragene oder vom Zorn getragene. Das Volk hatte genug davon. Und die sind dann nicht irgendwie abgezirkelt demonstrieren gegangen, sondern die haben, sind ins Handeln gekommen. Und es war natürlich eine drastische Wende, aber es war eine Wende, die im Endeffekt, und ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig, auf lange Sicht doch mehr Gutes gebracht hat, als sie kurzfristig Schaden angerichtet hat. Würden Sie dann sagen, Stichwort Wutbürgerin, Wutbürger, dass man aber die Wut auch manipulieren kann, dass man natürlich auch bei Menschen Wut künstlich hervorrufen kann? Man kann jedem einreden, dass er jetzt das anständige, rechtschaffene Mensch wütend sein soll. Das geht zu fast jedem Thema. Das geht, wie wir wissen, zum Waldhöten der Japaner, zur Einwanderungspolitik eines Landes, zu fast jedem Thema kann man, zum Aussterben der Eisbären, man kann zu jedem Thema da, wenn man nur entsprechend Angst macht. Ne, denkt man, eine gute Methode, um Wut anzustacheln oder diesen Zorn auch anzustacheln, ist mit der Angst zu kommen. Das heißt, Angst und Wut gehören da zusammen. Ich kann Angst evozieren und diese Angst dann umlenken in eine gerichtete Wut. Ja. Das ist ein beliebtes Mittel in der Demagogik. Und wie wäre es in der Therapie, wenn Sie jetzt sehen, da ist jemand wütend aus Angst, wie begegnet man demjenigen? Indem man den einmal in seiner ganzen Emotionalität überhaupt wahrnimmt und mal in seine Perspektive geht und sich einmal anschaut, was denn eigentlich innerlich umtreibt. Ich glaube, ich kann als Therapeut überhaupt mit keinem, was immer, arbeiten, solange ich nicht erfasst habe, was den umtreibt. Und wenn ich das einmal wirklich auch verstanden, erfasst und empfunden habe, was den treibt, dann kann man ja dran gehen, andere Perspektiven einzuführen. Das heißt, die Therapeutin ist auch wütend. Na, sie muss zumindest einmal spüren, was da in dem los ist. Ja. Und das ja auch rückmelden, ne, und sagen, ja, das ist mir klar, ja, okay, ja, so ist das. Das ist schlimm. Frau Kastner, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gern.